Hey guys, euer N-Smash wieder hier am Drücker mit einem weiteren Part von Banjo-Kazooie. Der finale Part, auch so ein kleiner Bonus-Part, könnte man sagen. Und was möchten wir da machen? Ich glaube, ich habe es schon mal ein, zwei Mal im Let's Play erwähnt. Ich möchte euch zeigen, wie Grundhilda einen Speicherstand löschen kann. Und dafür habe ich extra einen zweiten Speicherstand vorbereitet. Ja, den vom Let's Play möchte ich ungern löschen. Ja, diesen 100% Spielstand. Ich habe es so weit gespielt, dass ich zur Treasure Trove Cove kommen kann. Das ist ja ganz wichtig, weil das ist das Level, wo wir nämlich die Cheatcodes eingeben können. Ja, es wird nämlich so sein, wir geben jetzt richtig krasse Cheatcodes ein. Also ich kann aktuell wirklich maximal bis zur Treasure Trove Cove. Und da werden wir jetzt eben die krassen Cheats einsetzen. So, und als kleinen Beweis dafür, ja, dass ich die Welt auch noch nicht abgeschlossen habe oder sonst irgendwas. Ja, hier haben wir Bottles. Ahoi, willkommen an der Treasure Trove Cove. Ich muss doch die Bottle-Stimme machen. Zwei neue Moves sind hier zu finden. Ja, das ist so ein bisschen der Beweis dafür, ja, es ist wirklich so ein Speicherstand, wo ich die Treasure Trove Cove noch nicht abgeschlossen habe. Also keine Moves oder sonst irgendwas gefunden. Alles frisch hier. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Sandburg wieder freischalten. Und es gibt Cheatcodes, mit denen man die einzelnen Level schon so freischalten kann, ohne irgendwas groß dafür zu tun. Und es gibt noch Cheatcodes, die dafür sorgen, dass wir die Notentüren in Grundhildas Versteck einfach so öffnen können, ohne die notwendige Anzahl von Noten in den einzelnen Leveln einzusammeln. Ich glaube, ich werde es aber auch so machen. Ich werde euch sämtliche Cheatcodes, die ich jetzt hier gefunden habe, werde ich in der Videobeschreibung euch alle auflisten. Und dann könnt ihr nachgucken, wie die ganzen Codes heißen, weil ich möchte die jetzt ehrlich gesagt ungern alle hier in dem Video einblenden. Das wäre auch so ein bisschen mühsam und ja, und in der Videobeschreibung könnt ihr dann ganz einfach nachgucken. Müsst ihr nicht extra das Video irgendwie pausieren oder was weiß ich alles so, bla bla bla. Steht dann alles drin. Gut, wir haben jetzt erstmal hier die Krabbe besiegt und jetzt können wir ungestört unseren ersten Code eingeben. Und dieser lautet Cheat. This go right on row door 2. Ja, sorry, mein Englisch ist not a yellow from the egg. Ja, es ist nur leider so, dieser Cheatcode, der ist ein bisschen Map. Ich habe den jetzt, ich glaube, zwei oder dreimal probiert und aus irgendwelchen Gründen funktioniert er irgendwie nicht. Und ja, wenn ich das so erzähle, dann merkt ihr eigentlich schon, ja, das ist nachkommentiert. Ja, der Part ist nachkommentiert, ich bitte dies zu entschuldigen. Der Code funktioniert nicht, keine Ahnung, vielleicht war da irgendwie falsch geschrieben oder so, ich weiß es nicht. Deshalb machen wir den nächsten Code und zwar Cheat. Note Door 3, Get In For Free. Das ist dann so gesehen die dritte Notentür im Grundhildas Versteck. Und ja, wir werden da sehen, ob der wenigstens endlich mal funktionieren wird. Aha. Hat man es an dem Sound gehört? Wir haben den Cheatcode komplett eingegeben und er hat funktioniert. Das ist jetzt der erste von drei heftigen Cheatcodes, den wir jetzt eingesetzt haben. So, aber ich war an dem Punkt ein bisschen unsicher. Ja, war der erste Cheatcode, den ich eingeben wollte, vielleicht doch irgendwie nicht für die zweite Nottür, auch wenn da eigentlich zweite Notentür in dem Cheatcode drin stand. Aber ich wollte es trotzdem mal genau wissen. Also gehen wir nochmal kurz zurück zur zweiten Notentür, ob die jetzt nicht vielleicht irgendwie offen sein könnte. Weil ich fand das schon wirklich sehr suspekt. Ich habe den Code zwei, dreimal eingegeben und hat nicht funktioniert. Ich wette, ich habe mich irgendwo verschrieben oder der Code ist irgendwie falsch geschrieben worden. Ja, und die zweite Notentür ist immer noch verschlossen. Also,
Machen wir gleich weiter mit dem zweiten Cheatcode, der aktiviert werden soll. Nämlich lautet dieser Cheat Take a Tour Rope Note Door 4. Wie gesagt, ich bitte meine englische Aussprache zu entschuldigen. Ich bin halt nicht der Beste im Englisch. Aber das solltet ihr mittlerweile wissen. Cheaten, lass jetzt sein, sonst haue ich den Speicherstand kurz und klein. Oha, oha, ihr habt's gesehen, ihr habt's gemerkt, ihr habt's gehört. Brunhilda ist leicht angepisst, weil wir hier die richtig krassen, heftigen Cheats benutzen, damit wir so gesehen das Spiel eigentlich schneller durchspielen können. Ja, wir bringen sie jetzt richtig auf die Palme und geben selbstverständlich noch den dritten Cheatcode ein, der dafür sorgen wird, dass Brunhilda wohl unseren Speicherstand löschen würde. Dieser lautet: Cheat. Use this cheat. Note door 5 is beat. Ich bin gespannt. Also, was heißt, ich bin gespannt? Ich weiß ja, was passiert. Ist ja alles nachkommentiert, ne? So, was wird passieren? Banjo, wenn du einen dritten Code benutzt, wird der Spielstand gelöscht. Bist du sicher, dass du das möchtest? Drücke A für Ja und B für Nein. Ja, wir wollen natürlich, da konnte er völlig auf die Palme bringen und aktivieren den Code natürlich. Ihr habt nicht gehört, darum wird der Speicherstand zerstört. Okay, wir können aber noch spielen. Ist der Speicherstand jetzt wirklich gelöscht worden? Das finden wir raus, indem wir mal auf Sichern und Ende drücken. Also, ich tue jetzt so gesehen eigentlich den Spielstand speichern, aber ist der jetzt wirklich gelöscht? Angels Schwester hier in Haft, ich raube ihre Kraft. Also diese Szene sieht man nur, wenn man jetzt entweder Game Over geht oder das Spiel speichert und beendet. Ja, meine Transformation wird gemacht. Hilfe, Banjo! Wer und Strauß sind erledigt. Mein Herren hat gesiegt. Oh la la. Jetzt bin ich die heißeste Maus. Für Tutti ist es aus. Meisterin, du bist schön. So schön. Oh, du schön. Besuchen Momo in Höhle, ja? Oh mein Gott. Na, Banjo, ich will mit dir sprechen. Sofort. Ach du Scheiße. Ja, Game Over. Leute, am Ende des Let's Plays hat Brunhilda also doch gesiegt. Oh boy, also wie gesagt, die Szene, die sieht man jedes Mal entweder wenn man Game Over geht oder den Spielstand sichert und das Spiel halt beenden und die Konsole ausmachen möchte. So, aber ist der Spielstand jetzt wirklich gelöscht? Ist der jetzt wirklich gelöscht? Hier haben wir unseren ersten Spielstand vom Let's Play und hier den zweiten und tatsächlich, er ist gelöscht worden. Brunhilda hat den Spielstand gelöscht, weil wir zu viele krasse Cheats eingesetzt haben. Alter Schwede. Der zweite ist leer. Unser erster Spielstand vom eigentlichen Let's Play, vom 100% Let's Play, der ist noch verfügbar. Der zweite Spielstand ist gelöscht worden und den dritten, den habe ich erst gar nicht angefasst. Ja, Leute. Das war das Experiment, was ich noch unbedingt mit euch in diesem LP machen wollte. Jetzt wissen wir das Ergebnis. Gut, das war Banjo-Kazooie, mein Let's Play zu diesem Spiel auf meinem Kanal. Leute, das war's jetzt endgültig. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Mir hat's wirklich großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr natürlich beim nächsten Projekt, beim nächsten Video, was auch immer dann jetzt kommen wird, dass ihr dann da auch mit dabei sein werdet. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao.